Wir wissen, wo Juri und Polito sind. Diese kranken Schweine sollen dafür büßen, was sie Sandoval angetan haben. Töten Sie die beiden. Egal. Hab Pacatari um ein Fahrzeug gebeten. Hier ist euer Kampfwagen, amigo. Festhalten, Leute. Ich habe Katzen gesehen, denn ohne mich weitergehen. Wir spielen bis zum Todesten. Den Sieg zu genießen, ist das natürliche Recht des Raubtiers. Die Männer und Frauen, die uns belügen und schreiben, Blutgier, geben es nur bei den Menschen, sind schwache, gewöhnliche Kreaturen, die von der Macht und Anziehungskraft der Gewalt zurückscheuen. Der Mensch tötet, kommt aus dem Arsch. Diesen Aspekt der Seele abzulehnen, aus Feigheit entsteht. Doch akzeptiert ihr ihn, findet ihr eine größere Kraft im Herzen, die immer über das Böse triumphieren wird. Amala Santa Volpe, Pentifimus. Hier spricht El Cardenal mit einer wichtigen Botschaft für Bolivien. Hütet euch vor den Lügen, die Pacatari und seine Rebellen verbreiten. Wir sprechen von Gleichheit, Offenheit, freier Bildung und Gesundheit. Das sind leere Versprechungen, die nur durch Tyrannei erzielt werden können. Das Volk ist nur gleich, wenn es ihm aufgezwungen wird. Pacatari würde die Früchte eurer Arbeit ernten und den größten Teil behalten. Tenga cuidado. Ihr würdet nicht ernten. Zur Hütte vorrücken. Augen auf. Da sind Gegner. Geht rein. Achtet auf Ecken und Eingänge. Hier muss es Sandoval erwischt haben. Bowman meint, sie haben ihn 48 Stunden am Leben gehalten. Der zähe Hurensohn hat lange durchgehalten. Carino. Er hat sicher darauf gewartet, dass wir kommen und wir sind verdammt spät. Mamacita, ich war ist noch früh niemand, genug. Ein Nichts. Ich konnte mir ein solches Leben nicht einmal vorstellen. Eine so erfüllte Liebe, wie du sie mir jeden Tag schenkst. Ach Gordo, so geht's mir auch. Ich war nur ein halber Mensch, bevor ich dich traf. Ein blasses Bild, völlig verschwommen, bis ich mich endlich durch deine Augen sah. Gerade eben, als ich diesem Mann die Hände brach, stellte ich mir vor. Wir haben sie aufgescheucht. Granate fliegt. Nimm das. Oh Scheiße, wir wurden entdeckt. Wenn ihr auch seid, ich werde euch langsam verbluten lassen. Sofort auf den Boden! Ja, los tengo en la mira, cabrones! Que muy malo!
bin auf dem Weg. Ah, verdammt, das war knapp. Juri ist tot. Er ist tot. Juri und Polito sind ausgeschaltet. Kennen Sie diese Filme, wo immer so getan wird, als wäre Rache keine Lösung, als fühlte man sich danach nicht besser? Klar. Tja, ich fühle mich großartig. Das Ende dieser Turteltauben-Horrorshow hat uns Punkte bei den Einheimischen gebracht. Melden Sie sich, wenn es was Neues gibt. Bowman, Ende. Unsere Sicherheitsinfrastruktur wurde angegriffen. Ich fragte mich, ob La Plaga, unser Topsicario, der Sache gewachsen war. Oder ob ihn die sozialen Medien zu sehr ablenkten. Bist du zu beschäftigt mit Internet-Muschis, um deinen Job zu machen? Oder sind Muschis dein Job? Nein, Jefe. Er ist mein Bruder, Svenio. Lass mich das mal machen. La Plaga verstand, nur zu gut. Er hängte sich rein. Wer immer dahinter steckt, weiß, dass wir ihn finden werden. Weiß, dass wir für jeden Toten von uns 10 Zivilisten umbringen. Unschuldige gibt es für mich nicht. Der kleine Pendejo wusste nicht, welchen Schaden er verursacht hatte.